Hi, liebe Simracing-Fans, gemein, ein schönes Wochenende. Ich grüße euch. So, wir fahren heute mal in Imola und wir fahren den schönen Porsche 911 RSR GTE. Ist ja relativ neu noch drin aus dem Racing USA DLC. Ich muss sagen, es geht einfach los und wir hauen rein ins Gaspedal und greifen ins Lenkrad und fahren auf der wunderschönen Strecke in Italien. Ja, ein bisschen bewölkt scheint es zu sein. Wir haben wieder Live-Wetter. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, wie das Wetter mal in Italien ist. Heute Morgen, ob es schöner ist wie bei uns. Oh, bei uns sieht es auch schön aus. Da sagt er ein bisschen bewölkt. Allerhopp. Und wir starten einfach mal. Hoppala, da habe ich noch die falsche Perspektive. Bin ich ein bisschen schlecht aus dem Quark rauskommen da. Ja, macht aber nichts. Jetzt gleich immer bis rund hier. Ja, herrlich zu fahren, die GTEs da, die neue Autos. Corvette bin ich auch schon gefahren, habe ich schon ein Video mitgemacht. Und, ja, Imola mag ich sowieso, die Strecke. Ist echt herrlich zu fahren immer. Klasse Kurve. Schöne Überholmöglichkeiten. Design her super gemacht. Italien natürlich neben England noch und ja, Deutschland da. Klassisches Land des Motorsports, kann man sagen. Das mit der GTE, klar. US-Rennserie, aber die dürfen ja auch mal auf der europäischen Rennstrecke fahren. Die Kurve hier, die ist einfach klasse hier unten. Schade, dass da jetzt so viel Traffic ist. Die geht nämlich so richtig gut. Die macht richtig Spaß drinnen, die Kurve. Jetzt wieder ein bisschen der Berg hoch. Die Kurve hier, die ist heftig. Da muss ich mir aufpassen, dass du nicht abfliegst. Wahnsinn Sound, die Kiste hier. Von der BMW und Corvette. Ah, der Sound von der Corvette ist einfach herrlich. Ist einfach fantastisch. Ist nix. Ah, ich muss auch mal den historischen Kurs Imola fahren, der ist auch super. Ich nehme nichts mehr mal mit der GTN oder mit der Kurve C. Seht ihr danach noch als Vergleich mal. Der hat sich ja schon ziemlich gewandelt, die Strecke hier. So, gucken wir, dass wir da mal vielleicht vorbeikommen. Noch an einem oder zwei. Wir sind ja gerade Position 18, bin ich so weit zurück. Gas geben, ein bisschen vorwärts kommen hier. Hoppala, den nehmen wir mal ein bisschen unsanft neben ausgedrängt. Ich muss wieder Corvette nehmen, Knick. So, wieder über die Curbs, so ein bisschen heftig. So, habt ihr nicht mehr in der Mitte der Kurve hier? Geht schwer aus der Bremse hier. Super. Ja, der Kurs lässt sich echt herrlich fahren, schön flüssig. Macht einen riesen Spaß immer in Imola hier. Ja, ein bisschen quer gestanden. Hab die Corvette schaffen wir auch noch. So, ja, die Kurve hier, die ist einfach klasse. Muss ich einfach ein bisschen raustragen lassen über die Curbs hier. Wahnsinn. Die Kurve, die ist sowas von genial zu fahren. Und hier, das ist meine Askurve in Imola. Da muss ich aufpassen, man da, es geht noch in der ältere Variante. Das sind die Curbs, das sind so dicke Wulste, da fliegst du ab. Da gehst du ab wie eine Rakete. Da kann man auch immer schön ausbremsen. Hier runter. Ach, das macht einfach so einen Spaß, hier in Imola zu fahren. Absolut herrlich. So, 13, da sind wir noch mit drin im Pulk. Ach, guckt euch das an. Einfach grandios. So, und schon gehen wir wieder in die Ameise runter. Suchen wir die Käfer und die Ameise drunter. Ziehen hier an dem schönen BMW vorbei. Ja, da geht gleich mal wieder vorbei. Auslaufrunde, da werden sie immer frech, die Jungs. Ach, guckt euch das an. Der BMW hier fantastisch, ja.
es eine Freude, hier zu fahren. Von einem Markenkollege, den schönen Porsche hier, der RSA. Eine dunkelblaue Lackierung finde ich jetzt nicht so toll. Also ich habe jetzt noch keine Liberies gesehen, sind noch relativ neu. Und wahrscheinlich auch bald irgendwelche Jungs, die immer die tollen Liberies machen für die Fahrzeuge, wenn bestimmt auch mal bald was für die GTEs hier, aber obwohl leider gehen wir ein bisschen durchs Gras. Look, das ist der BMW hier. Einfach fantastisch. Hoppala, da sind wir noch ein bisschen hinten drauf gedotzt. Porsche noch mal ein bisschen hin ins Getriebe neu. Da vorne in weiß, sieht auch schön aus wie eine rote Streife, richtig klassisch hier. Schön, dass da die Werbeaufkleber teilweise drauf haben, Tag Heuer, Michelin. Ah, die RSL ist schon genial. Da hat die Porsche gemacht, wie das Feiernebel rauskommt. Hoppala, ist er da im Hinigebe da. Ja, die Auslaufrunde finde ich mehr klasse, das ist mir was geboten. Weil beim Automobil ist da fahren sie manchmal heftiger wie im Rennen da. Teilweise denke ich, das ist vielleicht noch ein Bug, aber... Ach, guck mal, da die Box, alles ist so herrlich gemacht hier, alles. Ah ja, die reinste Freude. Ja, und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir springen noch gleich in die Wiederholung rein. Und hoppala, jetzt gucken wir, jetzt fahrt er dem durchs Gebälk durch. Was ihr da und so einmal. So, und zack, rein geht's in die Box. Zack. So, guck mal, das ist ein kleiner Fehler. Da ist ein kleiner Fehler noch drin. So, wir steigen kurz rein in die Wiederholung. Oh, ich freue mich, dass ihr wieder dabei waren und mal sehen, ob ich ein paar Daumen hoch kriege für das tolle Rennen hier und ja, abonniert meinen Kanal, da kriegt er fast jeden Tag, kriegt er wieder heiße Rennaction, genau wie hier jetzt, guckt euch ja, GTE ist aber Wahnsinn, wie der Nebelsfeuer rauskommt, das sind einfach faszinierend, die Autos, der Sound ist absolut krass, die Corvettes hört man so zwischendurch wieder rausgekommen. Ja, es war ein geiles Rennen und es war schön, dass ihr dabei wart und kommt wieder vorbei. Wie immer in 4K mit 60 FPS mit vollen Details bei mir hier auf Retired for Gaming Just Two Laps. Bis dann, ich wünsche euch was, bleibt alle miteinander gesund und schönes Wochenende. Ciao.